Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu der ersten Folge Style Freerun. Und zwar werden wir heute eine kleine Challenge machen für euch, in der ihr abstimmen könnt. Und zwar haben wir jetzt einen Run aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Und diesen Run werden wir ablaufen. Heute sind Finn da hinten und ich am Start. Und wir werden heute zwei Runs machen, Finn und ich natürlich, ne? Den dürft ihr dann bewerten. Ihr schreibt dann am besten in die Kommentare, welchen Run ihr geiler fandet, warum ihr den geiler fandet. Ich fände es einfach geil zu wissen, quasi welchen Style ihr mehr feiert. Jetzt wird erstmal ein bisschen trainiert, der Run wird ein bisschen erkundet und danach dürft ihr sehen, was wir uns ausgedacht haben, weil Parcours hat ja auch sehr viel mit Kreativität zu tun und wie man quasi jetzt so verschiedene Hindernisse in seinen eigenen Run einbaut, mit welchen Moves man den macht, finde ich schon mega spannend und gerade der Prozess, wie man dann dahin kommt an den finalen Run, ist schon geil. Folgende Regel, man darf überall anfangen, wo man will. Also es gibt keinen Start, kein Ziel, nichts. Es geht einfach nur darum, jetzt richtig kreativ einen coolen Run für sich selber natürlich zu machen, auszudenken und den präsentieren wir euch dann. Hey, und ich würde mich einfach freuen über ein bisschen Feedback und was ihr quasi davon haltet. Also, bis gleich. Habe ich auch schon gedacht. So Leute, also wir haben uns jetzt die Runs ausgedacht, die wir machen wollen. Ich bin schon richtig fertig, weil wir sind jetzt schon seit fast einer ganzen Stunde dran und entwickeln quasi den Run, den wir jetzt halt entwickelt haben. Also wir sind jetzt schlussendlich fertig geworden und der Finn möchte jetzt auch anfangen. Jetzt geht's los. Finn zeigt mir jetzt eben den Run, damit wir ihn auch cool abfilmen können. Also wir machen jetzt so eine kleine Compilation, so dass es auf der Kamera cool aussieht. Aber keine Sorge, wir werden den Run auch komplett ablaufen, damit ihr seht, dass wir es natürlich auch schaffen. Weil was ist ein Run, wenn man den nicht komplett schafft, oder? Wäre irgendwie ehrenlos. Deswegen machen wir natürlich die richtigen Ehrenmänner den kompletten Run für euch auch ganz zum Schluss nochmal. Bruder, jetzt die Kurve. Und flip. Nice. Woo! Geschafft, Digga. Nice. Das war's für heute. Ich fand, das war richtig, richtig geil. Es hat mega Bock gemacht, einfach die Lines ein bisschen auszuprobieren, zu experimentieren und kreativ zu werden im PK, im Parcours und Freerunning. Es hat mega Bock gemacht mit Finn, heute mal ein bisschen zu ballern, weil wir sind ja beide ein bisschen unterschiedlich. Und ich fand es auch richtig geil, wie Finn das gemacht hat, weil er trainiert ja nicht so lange wie ich. Ne? Ich mache das schon Ewigkeiten und dafür bin ich eigentlich ziemlich scheiße. Aber der Finn macht das ja auch nicht so lange und dafür, dass er es gerade fresh im Game ist, macht das mega gut. Also Kompliment an Finn. Richtig geil, der hat durchgezogen, er hat es geschafft. Fand ich mega nice. Ja, jetzt möchten wir wissen, wie ihr das fandet. Also schreibt in die Kommentare quasi, welchen Run ihr stylischer fandet, besser fandet, welche Elemente ihr geiler fandet. Und was auch mega wichtig ist, was ich zumindest mega wichtig finde, ist nämlich der Flow. Ne? Also
Man sieht so ein bisschen den Unterschied zwischen uns beiden, und zwar, dass der Finn halt viel konsistenter seinen Flow durchzieht und dass bei mir halt an einigen Stellen so ein bisschen der Flow fehlt. Also diese liegt Flüssigkeit. Aber daran, dass der Kranke so Moves macht. Genau, es liegt halt natürlich daran, dass ich mir vornehme, eben ein paar schwierigere Moves zu machen, die der Finn jetzt in seinen Run nicht mit eingebaut hat. Aber ich finde, ein wichtiges Element im PK ist immer noch der Flow. Und das ist mega wichtig. Deswegen berücksichtigt das auf jeden Fall auch. Und deswegen finde ich, hat Finn auf jeden Fall auch gute Chancen, quasi gut abzuschneiden, denke ich mal. Ne? Würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, ziehen wir es demnächst mal durch und vielleicht mit Eddie, wäre auch geil. Ich will mal gerne Eddie dabei sehen, wie der seine 360-Scheiße da durchzieht. Ist halt so. Ja, und dann wird er geballert, so wie immer. Ne? Let's go, Bruder. Nice.